Ja, ganz liebe abendliche Grüße aus Koh Chang. Ich zeige euch mal hier ein bisschen den Blick hier raus, Sonnenuntergang. Wir sind heute an der Ostküste entlang gefahren. Ja, was soll ich sagen, sehr einfach zum Fahren, sehr, sehr ruhig zum Fahren, eine lange Strecke runter auf Koh Chang. Wir haben einen kurzen Halt gemacht in diesem Healthy Spa Resort. Dort wird Yoga angeboten und werden einfach diese 10 Grundregeln für ein gesundes, vitales Leben auch gelebt und gezeigt. Übrigens im Prinzip das Gleiche, was wir in unserer Bifree Vitalgruppe auch zeigen. Ja, und dann sind wir weiter. Hier unten könnt ihr vielleicht, ja, kann man jetzt am Abend nicht mehr so gut sehen. Da waren Long Beach eingezeichnet, 2 Strände ganz am Ende von der Insel. Und wir haben gesagt, da fahren wir hin, das schauen wir uns heute noch an. Ein Traumbeach, einsam gelegen, Hütten unten. Man kann dort übernachten in ganz einfachen Hütten für 5 Dollar oder für ja, 200 Baht, genau 5 Euro, sogar 5 Euro. Oder 600 Baht kostet so eine Hütte, also 7,50 Euro. Einzig schade, und das ist leider immer wieder und immer mehr, ist, dass auch am Strand überall einfach nur Müll und Plastik liegt. Ansonsten das Wasser kristallklar, wunderschön rauszugehen, zu schwimmen, schöner Sandstrand, aber halt wie gesagt am Strand Müll, Müll, Müll. Wir sind dann ganz runter an den letzten Long Beach gefahren, da ist es genauso, aber von der Aussicht herrlich, weil hier sind überall so kleine Inseln vorgelagert und es soll wunderschön zum Schnorcheln sein, rund um diese kleinen Inseln. Das werden wir nächste Woche mal ausprobieren, dann berichte ich euch gerne, wie das so ist. Ansonsten ist die Ostseite ruhig und schön von der Aussicht her. Vom Reingehen ins Meer würde ich ganz deutlich sagen, ist die andere Seite sehr, sehr viel angenehmer. Aber da auch erst weiter unten in Richtung White Beach, White Sand Beach, da ist es schön zum Reingehen. Das ist aber halt auch viel Tourismus, viel Betrieb, wobei viel ja, im Verhältnis immer noch relativ wenig ist. Wir waren ein bisschen weiter oben. Da ist es relativ lang, ganz, ganz flach. Also man läuft, wollte ich fast sagen, kilometerweise. Also man läuft ziemlich lange rein und es ist kniehoch. Also da ist nicht viel. Aber trotzdem schön zum Sitzen. Und wie gesagt, wenn man dann schwimmen möchte, White Sand Beach. Und morgen werden wir mal ein Stückchen weiterfahren und gucken, was noch weiter unten auf der Insel ist. Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag. Lass dir gut gehen. Und ich habe heute eine Frage an dich. Hättest du Lust, mal ein paar Wochen, ein paar Monate oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr unterwegs zu sein? Wenn ja, dann kommentier doch das bitte unten und sag mir, wo du gerne hinreisen oder hinfliegen möchtest. Ich bin sehr, sehr gespannt, was so deine Wünsche und Träume sind und wünsche dir einen traumhaft schönen, glücklichen, erfüllten und ja, Tag und einen, vor allem auch ein finanziell freies Leben, wo du frei entscheiden kannst. Liebe Grüße, deine Amata.